Ja, also herzlich willkommen zu dem Abend. Ich habe mich so gefreut, als ich da hinten geschaut habe und gesehen, mei, so viele Christen, so viele junge Christen im Thurgau. Ist krass. Ich bin gestern Abend in der Stadt Bern gewesen, an einem Jugendanlass. Jetzt auch über 300 junge Leute dort gekannt. Ich meine, das ist Hauptstadt. Und jetzt bin ich da auf dem Land, im Thurgau. Und mindestens so viel. Und ich finde das einfach genial. Ich glaube, ich muss meiner Frau sagen, Schatz, lass uns weiterziehen. Du hast schon genug Christen. Wir so hergehen, was keine hat. Nein, wir sind vor ein paar Wochen hierher gezügelt vom Oberengadin, also ganz im Osten von Schweiz, das ist quasi im Balkan von Schweiz, sind wir hier runtergezügelt und wir fühlen uns total wohl und sind am richtigen Ort zuhause. Und vor allem, mein Herz schlägt für geistige Aufbrüche, für Erweckung. Und wenn ich junge Leute sehe, die für Jesus brennen, dann löst es in mir so eine Hoffnung aus. Ich meine, dann drehe ich fast durch. Wirklich, dann gehen bei mir fast die Sicherung durch. Dann denke ich, wow, was kannst du mit all diesen jungen Leuten alles anstellen? Ich meine, all die Feuerflammen, all die Leuchttürme, all die Städte auf den Berg da oben, wo sind und leuchten in die Welt aus. Und Menschen dürfen durch euch, durch mich, aber vor allem durch euch, den Jesus kennenlernen, die Hoffnung von dieser Welt. Und das finde ich so etwas von spannend. Ich sage immer wieder, und es ist kein Floskel, ich lebe zu einer Zeit und du lebst zu einer Zeit, wo die beste Zeit ist, wo die Welt je gehabt hat. Es hat keine bessere Zeit gegeben auf dieser Welt. Noch nie hat auf dem Planet Erde Gott so gewirkt, wie er heute wirkt. Du musst dir vorstellen, zur Zeit von Jesus hat es etwa 300 Millionen Menschen gegeben, die auf dem Planeten Erde gelebt haben. Vor etwa 200 Jahren ist es ein bisschen rapide durchauf und die Schallmauer von der 1-Milliarden-Grenze ist durchbrochen worden. Aber erst 1989 hat es eine Bevölkerungsexplosion auf dieser Welt gegeben und wir haben jetzt fast 8 Milliarden Menschen. Sprich, all die, die mal geboren sind und heute noch am Leben sind, das sind heute lebend mehr Menschen auf dieser Welt, als all die Jahrtausende Menschen auf dieser Welt gelebt haben. Darum ist es kein Zufall, dass Gott heute in dieser Welt gewaltige Wunder tut, Zeichen und krasse Sachen, die man sich nicht vorstellen kann. Vielleicht nicht in der Schweiz kann man sich das vorstellen, weil wir leben noch nicht in der Erweckung drin. Aber was du auf dieser Welt erlebst, ist einzigartig. Täglich kommen zwischen 200 bis 400'000 zum Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Tendenz schnell steigend, die schnellst wachsende Minderheit auf dieser Welt sind wiedergeborene Menschen. Menschen, die Jesus in ihr Herz aufgenommen haben. China, die Regierung in China macht sich extreme Sorgen. Sie haben Kopfzerbrechen. Wenn es in diesem Tempo, in diesem Speed weitergeht mit Bekehrungen, dann haben sie in 4, 5, 6 Jahre haben sie ein Riesenproblem für sie, die Kommunisten, die Atheisten. Dann haben sie nämlich etwa ein Drittel wiedergeborene Menschen. Das sind 500 Millionen wiedergeborene Chinesen auf 1,5 Milliarden Chinesen. Kannst du dir das vorstellen? Stell dir vor, wenn wir mal sterben und ins ewige Jerusalem hineingehen, grosse Pforte rein, hinten links, Chinatown. Dort sind all die Chinesen, die zu Jesus durchgebrochen sind. Das sind die, die heute beten, dass sich die geistlichen Balken beugen. Und ich will Teil von dieser Erweckung sein. Jeder dritte Muslim kommt zu Jesus, weil ihm Jesus begegnet ist. Wir haben zur Zeit, wenn wir in Syrien und im Nordirak arbeiten, wir haben Leute, die du im Fernsehen als Terroristen anschaust, die kommen jetzt zum Glauben an Jesus und sind jetzt als Evangelisten von Dorf zu Dorf unterwegs und bringen letzte Leute zu Jesus. Solche, die sie vorher umgebracht haben, die bringen sie jetzt zu Jesus. Musst du dir so etwas vorstellen? Das hat es noch nie gegeben. Das ist einzigartig. Wenn ein junger Mann, der ist aus Kairo, hat uns erzählt, wenn wir so einen Untergrundkirchenleiter treffen, sagt er, ich einen Traum gehabt. Ich habe eine Strasse gesehen, habe einen Namen von der Strasse und eine Hausnummer. Und um herauszufinden, ob es ein Traum von Gott ist oder eben nicht von Gott ist, musst du Bein unter die Arme nehmen und dann musst du gehen. Und er ist gegangen, hat sich rausgekraft und ist geklopft von dieser Tür. Und zu seinem Schreck kommt ein Imam raus. Ein Imam ist quasi ein Pfarrer für die islamische Abteilung von der Religionen. Und er denkt, Mann, kann ich dem jetzt sagen, ich will ihm von Jesus erzählen. Er nimmt seinen ganzen Mut zusammen und sagt, ich hatte einen Traum und Jesus hat mir gesagt, ich soll euch von ihm erzählen. Und ein bisschen ungewöhnlich für einen Imam, lupft er seine Hände und sagt, Halleluja, praise the Lord, nimm ihn bei der Hand, führt ihn in die Stube rein und in der Stube hocken 15 andere Imame im Kreis und beten und sagen, vor 2,5 Wochen sind wir durch Sat 7, das ist ein christliches Satellitenfernsehen, sind wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Wir haben angefangen, Bibel zu lesen. Wir verstehen nicht immer, was da drinnen steht. Wir haben gesagt, Jesus, schick uns einen vorbei, der uns erklärt, was da drinnen steht. Und jetzt bist du endlich da. Wo hast du auch so lange gesteckt? 2,5 Wochen. Ich will Teil von dem sein und ich weiß,
Du willst Teil von dem sein. Da ist ein Aufbruch, der erst richtig am Abgehen ist. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns Gedanken machen, wo willst du Teil von dem geistlichen Aufbruch weltweit sein? Das hat es noch nie gegeben, aber ich will Teil davon sein und ich will mit drin sein. Ich will nicht am Rand sein und zuschauen, wie die guten Geschichten passieren. Ich will selber Teil von der guten Geschichte sein. Und du willst Teil von dieser guten Geschichte sein. Und ich glaube, zum Teil von einer guten Geschichte sein mit Jesus, müssen wir mal einen guten Start machen. Ich finde, wenn ich jetzt so 30 Jahre Christ bin und seit 20 Jahren in Gemeindeleitung und seit 20 Jahren in der Mission weltweit unterwegs bin, dann habe ich etwas gesehen. Wenn nicht der Start ein knackiger, sauberer Start ist mit Jesus, dann gibt es immer so eine schwabbelige Sache. Dann gibt es immer so das Marshmallow-Christsein, das Gummi, das Kaugummi, das etwas so, das Fundament, das nicht verhebt. Darum ist es so wichtig, dass wir, wenn wir unseren Start mit Jesus machen, dass der verhebt. Und bei jedem ist es ein bisschen anders. Bei mir ist es ein bisschen dramatischer gewesen, weil ich so schwer vom Begriff bin. Und vor Jahren weiss ich bin nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich bin seit 3,5 bin ich jeden Sonntag ich mit dem Vater in die Kirche müssen. Jeden Sonntag. Und ich kann dir sagen, ich habe 1000 Tote gestorben in der Kirche. Das war so schlimm langweilig gewesen. Und ich kann mich daran erinnern, wenn ich einmal in einem Gottesdienst gesessen bin und der Priester hat vorne auf Latinisch geredet. Und ich sage dem Vater als kleiner, vierjähriger Bub, sage ich, Vater, verstehst du, was der sagt? Und er sagt, das ist Latinisch, schwieg und los zu. Irgendwann bin ich 12 geworden, Sonntag für Sonntag in Kille. Und ich bin Ministrant gesehen, das sind die mit der langen weißen Kleidern, mit der Föhnfrisur. Und ich bin auf der ersten Reihe bin ich eingeschlafen. Das war Ostersonntagmorgen gewesen. Und ich erwache erst, wo der Priester sagt, er ist auferstanden und er lebt. Und dann ist es wie mich jemand an den Ohren packt und mich schüttelt. Und ich schaue auf und er sagt, er lebt, er lebt. Und vor mir war eine dicke, fette Kerze und da steht drauf, er lebt, Mann, er lebt. Er hat gesagt, er lebt. Da vorne steht, er lebt. Und ich schaue auf das Kreuz rauf und ich denke, Mann, wenn er lebt, wenn er lebt, wenn er lebt, dann muss er sich nächstens bewegen. Und ich habe die Finger von dem Holz Jesus, dem Kreuz fixiert. Und in dem Moment, wo ich so auf seine Finger schaue, ist nichts passiert. Und dann habe ich auf seine Augen geschaut, weil wenn er lebt, dann muss er nächstens blinzeln. Er muss etwas tun, wenn er lebt. Und ich schaue auf die Augen und es passiert auch nichts. Es ist während Jahren nichts passiert. Als kleiner Bub, als 12-Jähriger, bin ich regelmäßig in die Kirche gegangen, hergeknüllt, bis mir Knie wehtun und dann denke, vielleicht erbarmt sich der Gott. Und wenn ich so richtig Kniescheiben weh habe, dann bewegt er sich. Dann zeigt er sich mir, dass er das wirklich lebt. Ich meine, er hat gesagt, er lebt. Das ist der Profi-Pfarrer, der Profi-Theologe, der muss es ja wissen, oder? Und bis 18 habe ich eigentlich nichts gesehen, bis 19 habe ich auch nichts gesehen. Ich bin in die Rekrutenschule gegangen, in Chur, oben im Rossboden, im Rheinsand, haben wir eine Übung gehabt und wir sind am Boden am Roppen gesehen mit dem Gewehr und haben die Gewehr geladen gehabt mit scharfer Munition. Und als ich so rechts neben mir rüber schaue, ist ein junger Zürcher, ein Rekrut mit geladener Waffe, mit entsicherter Waffe und er robbt so neben mir und der Lauf hat immer in meine Augen geschaut beim Robben. Und ich sehe, so wenn ich rüber schaue, sehe ich, Mann, dem seine Waffe ist entsichert. Jeden Moment kann ein Schuss abgehen und dann ist aus, die Maus. Und das ist zum ersten Mal, so mit 18, wo ich mich gefragt habe, was wäre, Sascha, was wäre, wenn jetzt der Schuss abgeht? Was wäre, wenn du jetzt tot wärst? Wo würdest du hergehen? Und die haben keine Antwort darauf gehabt. Keine Antwort. Wo würde ich hergehen? Trotz vielen, 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 vielen Stunden in der Kirche hätte ich keine Ahnung gehabt, wo ich hergehen würde. Irgendwie am Nachmittag hat es einen Feldgottesdienst gegeben. Das ist immer die gute Möglichkeit, sich zu erholen. Bin hinten reingesessen, bin wieder eingeschlafen. Kurioserweise schlafe ich immer ein, bin ich immer eingeschlafen in den Gottesdiensten. Und dann kommt nach dem Gottesdienst der Priester und sagt, der Pfarrer und der Priester sagen, es ist jetzt Gideon-Gruppe Chur da und die würden gerne euch Bibeln verteilen. Wer so eine nehmen will, soll doch eine nehmen, die anderen sollen sie an sich vorbeiziehen lassen. In meinem Herz habe ich gewusst, nimm so eine Bibel. Aber meine krankhafte Menschenfurcht hat es nicht zulassen, dass ich so eine genommen hätte. Und das ist immer näher gekommen und näher gekommen. Mein Herz hat mehr und mehr geschlagen. Der Schweiß ist gelaufen. Und dann kommt der neben mir, der von euch von Zug, sagt, geben Sie mir so ein Teil, meine Großmutter wird das schon lesen. Dann sage ich, ich habe auch Großmutter. Und schon habe ich so eine gehabt. Auf der Wache habe ich versucht, die Bibel zu lesen. Und schlichtweg nicht verstanden. Haben sie im Kämpfer tun, die haben in der
im Zimmer verstaut, obendrauf aufs Büchergestell her vergessen. Und den Tag, bevor ich auf England in die Sprachschule abgeflogen bin, habe ich meine 7 Sachen gepackt. Hinten dran war ein Pulli. Ich drehe mich mit Schwung umschlagen, mit dem Ellbogen und das Büchergestell. Und die lang vergessene Bibel geht von oben aber vom Büchergestell mitten in meine Taschen hinein. Ich bin nicht gläubig aufgewachsen, ich bin abergläubig aufgewachsen. Ich habe nicht gewusst, ist das ein gutes Zeichen, ein schlechtes Zeichen. Ich dachte, vielleicht ist es überhaupt ein Zeichen. Nimmst die Bibel mit? Bei schlechten Zeiten, und Gott sei Dank kann ich sagen, sind schlechte Zeiten gekommen. In einer so einer Zeit von Schwierigkeit in England habe ich mal Gott gesagt, Mann, der Pfarrer hat gesagt, die Religionslehrerin hat gesagt, und mein Vater hat gesagt, Gott ist ein liebender Gott und er kümmert sich. Aber das sind für mich einfach Geschichten. Ich kenne den Gott nicht. Bis jetzt hat er sich mir noch nie gezeigt. Seit ich 12 bin, rufe ich nach ihm und frage, ob es ihn gibt oder nicht. Ich habe ihn noch nie gesehen. Und irgendwie kommen die Bibeln in den Sinn, die Gideon, und ich denke, aber mir sagt, er redet durch sein Wort. So redet er, oder? Da bin ich hergesessen auf die Bettkanten und ich sage, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann musst du jetzt zu mir reden. Ich habe eine konkrete Frage. Wer liebt mich und wieso werde ich ständig gezüchtigt? Züchtigt heisst korrigiert, von einem falschen Weg auf den richtigen Weg genommen. Wieso passiert das mit mir? Wenn du mir eine Antwort darauf gibst, ich verspreche dir, ich glaube dir. Wenn du mir keine Antwort gibst, so arrogant bin ich noch gesehen und gesagt, dann werde ich nie mehr nach dir fragen. Gott sei Dank hat sich Gott dann erbarmt. Wenn es aufrichtig von Herzen ist, dann gehört er alles. Dann handelt er auch dementsprechend. Die haben dann einfach irgendwo so meine Bibeln aufgeschlagen. Und ich finde da im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 6, dort steht, jeden, den der Vater liebt, den züchtigt er. Ich sage, was? Jetzt habe ich gerade vorher gesagt, wer liebt mich und wieso werde ich ständig züchtigt? Und jetzt lese ich da, jeden, den der Vater im Himmel liebt, den züchtigt er. Und ich sage Gott, hey, ich habe dir versprochen, ich glaube dir, ich glaube dir. Aber ich habe keine Ahnung, wer du bist. Bist du Allah, bist du Mohammed, bist du Buddha, bist du Weisse Kuh, bist du Jesus? Wer bist du? Wer bist du? Ja, meine, die Muslime, die Hindus, die haben 330 Millionen Götter. Such dir einen aus. Ha? Und ich bin dort gesehen und gesagt, Mann, ich weiß auch nicht weiter. Und dann bin ich 2 Tage später in einem Pub gesessen, mit einem ein Bier. Und dann kommt einer dazu, aus der Sprachschule, und begrüßt uns kurz, geht gerade wieder zur Toilette. Und der, der bei mir dort war, der Heinz von Bern, also Henne heisst es dort unten. Der Henne sagt, oh nein, ich kenne den. Und sagt, das ist der Ex-Freund von meiner Schwester. Der redet immer nur von Gott. Und der redet immer nur von der Bibel. Aber ich gebe dir einen guten Tipp. Frag ihn ja nicht. Frag ihn kein Wort. Wenn er etwas fragt, dann ist es passiert. Dann geht er für Stunden, erzählt er davon. Aber meistens dauert es etwa 10 Minuten und dann hört er von allein wieder auf. Ich sage, okay. Jörg ist zurückgekommen von der Toilette. Heinz ist zur Toilette und sage, Jörg, sag mir. Du kennst Gott, du liest die Bibel. Wie kann ich Gott kennenlernen? Er sagt, das ist ganz einfach. Du bist ein Sünder und die Sünde trennt Gott von den Menschen. Für deine Sünde, für deine Fehler ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. Sag, er soll in dein Leben kommen, mach ihn zum Herr von deinem Leben. Und wenn du schon dabei bist, sag, er soll dich mit dem Heiligen Geist erfüllen. Und ich sage, und das ist alles. Sagt, wenn es von Herzen ist, ist es alles. Und sonst der andere vor der Toilette zurück und wir wieder Bier getrunken. 3,5 Wochen später bin ich auf der Suche nach Liebe, nach Annahme, nach einem Abenteuer in einer Diskothek, in der Mitternacht ins Alcatraz. There's no escape from Alcatraz, ist gestanden. Ich bin rein, bin leer rein, bin noch viel leerer rausgekommen, morgen um 3. Also eine richtige Frust im Leben gehabt. Und irgendwann sage ich, in dieser Frustsituation, jetzt hat doch der gesagt, es ist ganz einfach mit dem Gott. Und dann bin ich hergeknüllt bei mir im Zimmer und gesagt, Herr Jesus, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, was der gesagt hat, dass ich irgendwie glaube, ich verstehe es nicht, aber ich glaube es, komm du in mein Leben und vergib du meine Schuld. Ich bin erst 20, aber so viel ist schon schief gegangen. Und dann spüre ich, wie eine physische Last von meinem Herzen abgeht. Und ich tue meine Augen auf, um zu schauen, ob noch alles dran ist. Und es ist effektiv noch alles dran gewesen, aber es ist leicht geworden. Und dann sage ich, und dann hat der andere noch gesagt, ich weiß nicht, was das ist, der Heilige Geist, aber er hat gesagt, sag dir noch, der Heilige Geist soll dich erfüllen. Dann sage ich, Heilige Geist, wer auch immer du bist, komm bitte jetzt. Und dann ist ein warmer elektrischer Strom von oben rein durch den Körper durch zu den Füßen aus. Ich bin eingeschlafen, als ich gesehen bin. Und am nächsten Morgen aufgestanden, zum ersten Mal mit 20 Jahren. Zum ersten Mal mit einem unerklärlichen Frieden in meinem Herzen. Mit einer Liebe, die jegliche Menschenliebe übersteigt. Und mit einer Freude. Mann, ich konnte die nächsten 2 Monate nicht mehr normal laufen. Ich bin gehüpft durch Bormes. Die Engländer haben gesagt, what's wrong with him? Und ich habe nur gesagt, it's Jesus. Darum sage ich, es ist so wichtig, dass wir eine saubere, glasklare Bekehrung machen. Das hier ist mein Bartimäus. Bartimäus ist so eine wunderbare Geschichte aus der Bibel. Bartimäus war ein armer, blinder Bettler. Und der arme, blinde Bettler hat in Jericho gehuset. Und
Er hat von dem Jesus gehört, dass vielleicht der Jesus in seiner Not ihm helfen könnte. Und Jesus kommt und natürlich im Schlepptau von Jesus hunderte oder tausende von Leuten werden. Er ist der absolute Megastar von dieser Zeit gewesen. Er ist heute noch immer mehr. Und der Bartimäus sagt irgendwie an dem Strassenrand: Jesus, Sohn David, erbarme dich meiner. Und die Religiösen, die rundherum gestanden sind, haben gesagt: Psst, du den Meister nicht stören, sei ruhig, das ist wie in der Kirche, du musst lieb sein, du musst ruhig sein. Und Gott sei Dank hat er nicht gehört. Er hat noch viele Leute geschrauen und gesagt: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus hält da und sagt: Hey, bring den Jungen mal her. Und dann hat es gesagt, die von vorher gesagt haben: Sei ruhig, sei leislich. Haben gesagt: Hü, der Meister ruft dich, gang, schnell, schnell. Und dann ist er gegangen. Und wo er geht zu Jesus, macht er etwas, was wichtig ist. Ich meine, er war ein Bettler. Das, was er auf sich getragen hat, das war alles, was er hatte. Ich meine, was hat er da drin gehabt? Ein Äpfel aus dem Thurgau. mehr hat er nicht gehabt, das war Mittag. Ein Franken aus der Thurgauer Kantonalbank. Mehr nicht, das ist einfach alles. Was auf der rechten Seite, was hast du denn da drin? Ja, noch drei Camembert, Camembert, Entschuldigung. Das war alles, was er hatte, mehr nicht. Mehr nicht, aber das, was er hatte, seine Identität, sein alter Bettlermantel, er entscheidet sich: Wenn ich mich auf den Weg zu Jesus mache, dann darf das alte Leben nichts mehr mit mir zu tun haben. Und er zieht den alten Bettlermantel aus und er rührt das Teil einfach einmal fort. Das habe ich heute meiner Frau aus der Küche gestohlen. Aus der Wäschküche, meine ich. So. Voilà, das ist sie übrigens. Sarah heisst sie. Und was in dem Moment, wo der Bartimäus auf ihn hergeht, wirft er seine alte Identität fort und läuft zu Jesus. Und Jesus fragt ihn: Bartimäus, was soll ich dir tun? Und ich denke, das ist eine der kuriosesten Fragen, die die Bibel überhaupt gebeten hat oder wo Jesus je gefragt hat. Was will ein Blinder? Er will doch sehen. Und Jesus fragt ihn: Bartimäus, was soll ich dir tun? Und er sagt: Ich will sehen. Und Jesus sagt: Bartimäus, dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube hat dir geholfen. Und folge mir nun nach. Und er wird zu einem Nachfolger von Jesus. Aber ich denke, wenn der Bartimäus wirklich checkt oder begriffen hat, wer Jesus ist, dann hat er nicht nur gesagt: Ich will wieder sehen. Oder: Ja, ich will einfach wieder sehen. Es ist normal, ein Blinder will sehen. Aber Bartimäus, die können sagen: Hey, Jesus, ich meine, dir gehört Himmel und Erde. Du bist der Wundertäter, der Friedenfürst, der Wunderrater, der gewaltige Heiler, hohe Priester, du bist der Prophet, du bist alles. Jesus, gib mir alles, um ein knackiger Nachfolger von dir zu werden. Und was Jesus sagt: Schau, Bartimäus, ein sauberer Start ist alles, was du brauchst. Und der super Start war das. Im Galater Kapitel 3, Vers 27, da steht: Denn ihr alle, wo Jesus irgendwann einmal in eure Leben aufgenommen habt, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt ein neues Kleid angezogen. Christus selbst. Jetzt musst du dir das vorstellen. Du hast Christus selber angelegt. Und jetzt geht es darum, die Identität in Christus zu bewahren. Jetzt geht es darum, in dem in Christus zu wachsen. Jetzt geht es auch darum, den Christus zu präsentieren. Ich meine, wenn meine Frau, wie heissen da die Tausend von Versandhäusern, die Mode in die ganze Welt, bis ins Universum verschicken, so die intergalaktischen Zalando-Dienste, wenn das Zeug ankommt oder, und sie ein neues Kleid anprobiert, ihr Frau, ihr wisst nicht, wie das ist, dann willst du das Kleid präsentieren. Die Leute müssen das sehen. Wir tun das Kleid nicht irgendwie verstecken. Nein, wenn ich ein neues Kleid anlege, dann sollen alle sehen, es ist ein neues, ein schönes Kleid und mit dem präsentiere ich mich. Und so ist unser Weg auf dieser Welt. Wir sollen Jesus Christus als ein neues Kleid, als eine neue Identität, als ein neues Fundament präsentieren. Das heisst im Römerbrief Kapitel 5, Vers 2, dass Gott hat uns aus der Finsternis, aus dem Reich vor Finsternis, rausgerupft, rausgerissen und uns ins Reich vom Licht versetzt, wo Christus selber unser Fundament ist. Und dann heisst das Fundament, wo Gnade heisst. Gnade heisst unverdiente Gunst. Also von dem Moment, wo du Christ geworden bist, fallen dir einfach ein Haufen Sachen zu. Ein Haufen Segen fällt in dein Leben, aber nicht für selber behalten, sondern um weiterzugeben. Weiterzugeben. Und in dieser neuen Identität spricht dir Gott noch etwas Spezielles zu. Er sagt: Von dem Moment, wo ich dich neu gemacht habe, schaue ich dich
mit neuen Augen an. Ich sehe in dir einen König und ich sehe in dir einen Priester. Egal wie alt du bist, wenn du dich mit 5 bekehrt hast, bist du in Gottes Augen ein Priester und ein König für Jesus. Hast du dich mit 100 bekehrt, bist du in seinen Augen ein Priester und ein König. Und Priester und König, was machen die? Könige sind ausgestattet mit Autorität, mit Vollmacht. Könige, die regieren durch Gesetzgebung. Gesetzgebung, die uns Gott gibt, ist ein Wort. Priester, was machen die? Die bringen das Anliegen vom Volk zu Gott in Fürbitte. Das ist Beziehung zu Gott, von Gott zu den Menschen, wieder zu Gott selber und von Gott zu den Menschen das tun, was Gott eigentlich uns auftragt, was wir tun sollen. Alles. In meinen 30 Jahren Christsein muss ich sagen, alles nützt einem eigentlich nichts, wenn man es nur dort oben in diesem Ballonkopf glaubt, wenn es nicht runter in das Herz rutscht. Ich bin vor einiger Zeit in Luzern gewesen, und dann ist ein als Übersetzer von einem Südafrikaner. Und der Südafrikaner, der predigt über seine neue Identität. Wenn wir Jesus Christus angelegt haben als ein neues Kleid, wenn wir den Bartimäus in die Wüste geschickt haben und wenn wir jetzt begriffen haben, wer wir sind, Priester und Könige für Jesus, dann sollen wir auch dementsprechend handeln und wandeln. Und mitten in der Predigt, während ich übersetze, stoppt er und vor 300 Leuten streckt er seinen Finger auf meine Brust und sagt vor allen Leuten, sagt er, und auch du glaubst das besser wieder von ganzem Herzen. Und in dem Moment, wo der das sagt, denke ich, hat der einen Vogel. Ich meine, der stellt mich bloß vor allen Leuten, 200-300 Leute und so. Und ich denke, so, wenn ich mich zuerst aufrege, denke ich, aber eigentlich hat er recht. Ich habe selber über das predigt, aber ich habe das selber nicht mehr wirklich geglaubt. Verstehst du? Wenn du nur das Wort Gottes glaubst, dort oben, und es ist nicht Teil von dir selber, hat es einfach keine Kraft. Und jetzt sagt er in dem Moment, aber wenn du das wieder von Herzen glaubst, dass du ein Priester und ein König bist für Gott, dann wird Gott dir Türen auftun und er wird dich in Bekanntheit, er tut dir Türen auf und schenkt dir Beziehungen zu anderen Königen und Staatsoberhäuptern. Und ich denke noch, ja, wunderbar, ist das super, oder? Das hat er an einem Freitagnachmittag, sagt er das so. Und als ich so auf der Heimfahrt war, habe ich müssen sagen, Jesus, das stimmt, was der gesagt hat. Von ganzem Herzen weiss ich, als ich dich angelegt habe, als ein neues Kleid, ist etwas Neues in mir entstanden. Und was ich eigentlich will, ich will in meine volle Fülle hineinkommen. Ich will als König und Priester unterwegs sein. Ich will Einfluss haben, wo auch immer ich bin. Und am Sonntagmorgen haben wir im Engadin den grössten Volkslauf, den es in der Schweiz gibt. Das sind 13'000 Läufer, die als Langläufer von Maloja aufs Jamf runter unterwegs sind. Und ich bin dort unten als Helfer und ich stehe vor einem grossen Zelt. VIP steht oben drauf und ich sage so für mich, ja, das ist eigentlich der Ort, wo Leute wie du und ich, wir Christen, rein müssen, gell Jesus? Und in dem Moment, wo ich denke, das ist eigentlich der Ort, wo wir müssen reingehen müssen, kommt schon die Frau vom Direktor, die einige Zeit vor zum Glauben gekommen ist, an Jesus, nimmt mich bei der Hand, führt mich an den Sicherheitsleuten vorbei, durchs Zelt durch, verschiedene Nadelstreifenanzüge vorbei, stellt mich vor einer Gruppe Leute her und sagt, Herr Bundesrat, der junge Mann da, da bin ich jünger gesehen als jetzt, der junge Mann, der betet regelmäßig für Sie, macht einen Schritt zurück, die Sicherheitsleute einen Schritt führen. Und in dem Moment kommt einfach die Weisheit über mich und ich sage, Herr Bundesrat, Sie sind ein Mann von Autorität und Vollmacht. Das, was Sie heute entscheiden, das hat in unserem Land und über unsere Nationengrenzen raus, hat das Einfluss. Sagen Sie mir, welcher Mensch auf dieser Welt hat so viel Weisheit, dass man mit seinen Entscheidungen von heute weiss, was morgen mit dem passiert. Für das braucht es göttliche Weisheit und darum bete ich für Sie. Und dann durfte ich mit dem Bundesrat etwa 10 Minuten, Viertelstunde über Jesus, über das Evangelium reden. Und wenn ich so zum Zelt rauslaufe, sagt mir Jesus, hat er nicht gesagt, wenn du begriffen hast, wer du in mir bist, wenn du begriffen hast, dass du ein König und ein Priester in mir bist, dass du mit mir verbunden bist, dann kann ich dir Türen auftun, zu wem auch immer ich will. Ich bin vor einiger Zeit in China da oben gesehen, in den Bergen da oben, haben wir ein Projekt gehabt. Und dann kommt, nach einem Fest, wo wir dort oben sind, kommt einer auf mich zu und will mit uns Duzis machen und sagt, er ist der Chef von der Miau. Das ist nicht der Kater, das ist ein Volksführer von verschiedenen Millionen Menschen. Und er tut einem das Duzis anbieten. Und mit ihm kannst du nachher über Jesus reden. Ich bin kürzlich im Nordirak gesehen, da kommt ein Mann, ladet uns zum Mittag ein. Und es stellt sich heraus, es ist ein Führer von 7-8 Millionen Menschen. Und am Mittag durfte ich ihm das Evangelium erklären, durfte ihm eine Bibel schenken, er hat sich ablichten lassen
mit einem Foto. Hat nachher 3 Stunden später haben wir ihn gesehen, wie er in dieser Bibel liest. Und ich denke, jawohl, das ist eigentlich. Es ist nicht, weil ich besonders intelligent wäre oder etwas Spezielles wäre. Nein, wenn ich begriffen habe, dass ich meinen alten Bartimäus in die Wüste geschickt habe, dass ich Jesus als ein neues Kleid angezogen habe und in dem Moment zu einem Priester und einem König für Christus geworden bin, dann gibt es einfach keine Limite mehr. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass es no limits in deinem Leben gibt. Darf ich dich fragen, in welchem Dienst möchtest du einmal stehen? Ich habe mich vor einiger Zeit entschieden und gesagt, Sascha, ich kenne, was es heisst, langweilig als Christ durchs Leben gehen. Aber ich habe mich entschieden, ich will wirklich Gott von ganzem erleben. Und ich habe vor einiger Zeit mit Gott einen neuen Anfang gemacht und habe gesagt, Jesus, alles, was ich bin und alles, was ich habe, das gehört dir. Du kannst mit mir tun, was du willst, schick mich her, wo du willst, aber nicht auf Sibirien oder auf Afrika. Also, und habe mit ihm einen Vertrag gemacht, habe den Vertrag dann unterschrieben und gesagt, Jesus, alles, was ich bin und habe, gehört dir. Unter der einen Bedingung, dass ich alles erleben darf, was im Wort Gottes geschrieben ist. Ein Zeichen und ein Wunder und ein Übernatürlichem. Und dann habe ich gesagt, Jesus, jetzt unterschreibe ich da, Sascha. Und er hat gesagt, Jesus, du kannst ja nicht unterschreiben, darum unterschreibe ich für dich. Jesus, habe ich Jesus geschrieben. Und heute darf ich nach ein paar Jahren sagen, ich habe fast jedes neutestamentliche Wunder gesehen, das in der Bibel niedergeschrieben ist. Wie Lahme gehen, wie Blinde sehen, wie Taube hören, wie sogar Leute, die verstorben sind, zurück ins Leben können. Das ist ein knackiges Christsein. Das ist eine Grundausstattung von jedem Christ und das ist in dir drin, weil Jesus in dir drin wohnt, weil der Heilige Geist in dir drin ist. Darum frage ich dich, was hast du mit deinem Leben vor? In welchem Dienst möchtest du sein? Lass mal den GB laufen. Sehr gut. Alle kennen, wer das ist. Ich möchte etwas kurz vorlesen. Geschichte vom GB, James Bond. Oder? Im Dienste seiner Majestät, der Queen, der Königin. Aber wer sind wir? Wir sind im Dienste seiner Majestät, dem König aller Könige. Und so eine Zusammenfassung hilft dir auf den letzten Teil, wo wir miteinander gehen. Da heißt es, Jesus, der Sohn Gottes, kam im Dienst seiner Majestät. Er brachte Gottes Liebesgrüße auf die Erde und diese tragen einem durch. Sie sind mehr als ein Quantum Trost. Die Welt ist nicht genug, sagt Jesus. Deshalb gilt, wer sich auf ihn einlässt, weiß auch, tomorrow never dies. Der Morgen stirbt nie, denn Jesus bietet ewiges Leben an, dem, der sich auf ihn einlässt. Denn durch ihn ist klar, man lebt nur zweimal. Das zweite Mal allerdings für immer. Dazu muss man kein Goldfinger sein oder haben, sondern sich für ihn öffnen. Jesus besiegte Dr. No am Kreuz von Golgatha. Jenen Widersacher Gottes, der einen egozentrischen Skyfall hinter sich hatte. Durch Christus ist das Spectre und seine Schattenwelt besiegt. Darum ist es wichtig, sich auf ihn einzulassen, denn sein Gegenspieler ist unterwegs in tödlicher Mission. Er gaukelt vor, ein gutes Leben zu bieten. Er ist der Mann mit dem goldenen Colt, der mit leeren Versprechungen um sich schießt. Jesus dagegen, der Sohn, der mich liebt. Jesus will uns leben und nicht sterben lassen. Satan hat die Lizenz zum Töten, aber Jesus hat sie durch sein Auferstehen für ungültig erklärt. Er hat im Angesicht des Todes den Folterknechten vergeben. Darum muss man über seine Verfehlungen nicht mehr sagen, Moonraker, streng geheim, sondern man kann sie Jesus benennen. Dafür starb er am Kreuz und auferstand 3 Tage später wie ein Feuerball. So zumindest musste es den römischen Soldaten vorgekommen sein, die sein Grab bewachten. Oktopussi nochmal, könnten sie erschrocken gerufen haben, als ein Engel den riesigen Stein wegrollte und triumphierte. Der Hauch des Todes war weggefegt. Darum sag niemals nie zu Jesus. Lebe mit ihm. Das ist Casino Royale. Leute, einfach zum Schluss. Das erste Mal, als ich gesehen habe, dass Gott jemand wirklich berührt hat,
war in Indien, in Hyderabad. Ich meine, wir haben plagiert, wer Jesus ist und was Jesus alles kann. Es war gleichzeitig ein Hindu-Fest, es war muslimischer Ramadan und wir sind mitten in den Slums drin und haben Jesus gross gemacht. Wir haben plagiert von diesem Jesus, bis ein schlauer Hindu eine alte Frau genommen hat, die seit Geburt taubstumm war, schiebt sie nach vorne und sagt, die Frau ist 75 Jahre alt, ist seit Geburt taubstumm. Zeig, was dein Jesus kann, was unsere 330 Millionen Götter nicht können. Und dann denkst du, einer sitzt in deinem Herzen, denkst, Halleluja, Jesus, das ist die Möglichkeit, um zu zeigen, wer der Chef auf dem Thron ist. Und das andere sitzt auf meinem Herzen und sagt, Jesus, wenn das nicht funktioniert, dann rennen wir aber schnell. Und dann habe ich mal ein Video gesehen vom Reinhard Bonnke, wie er das gemacht hat. Hast du gesehen? Ja? Wenn er zu einem so einer Taubstumme kommt und dann streckt er seine Finger in die Ohren rein und geht hinter den und fährt an zu schnippen. Und in den meisten Fällen hören die dann. Und ich bin dort gesehen, habe das gesehen, wie er das macht im Video und strecke der meine Finger in die Ohren, fährt an zu beten, gehe hinten dran, gehe klopfen. Du, die hat keine Wank gemacht. Ja, nun, ich kann ja nochmal probieren, oder? Nochmal die Finger in die Ohren, nochmal betet hinterher, habe ein bisschen lauter geklopft. Wieder keine Wank und dann bin ich innerlich zerbrochen und gesagt, Jesus, es tut mir so leid, Herr, aber wenn das nicht funktioniert und ich kapituliere, aus eigener Kraft kann ich nichts, aber du, Jesus, bist der Wundertäter und der Wunderheiler in mir. Ich habe eine neue Identität, ich habe ein neues Kleid angezogen, ich bin König und Priester für dich, aber ich bin jetzt einfach da, dass du mich gebrauchst, dass du gross gemacht wirst. Und dann kommt mir in den Sinn, wie Jesus das gemacht hat, als er eine taubstumme Frau übergegangen ist, die Finger in die Ohren gesteckt und hat gerufen, Ephata. Dann bin ich über und habe meine Finger in die Ohren gesteckt und gerufen, Ephata, in Jesu Namen sollst du hören. Und zum ersten Mal mit 75 Jahre sind aufgestanden und mit lauter Stimme Gott auch von loben und preisen, weil sie zum ersten Mal mit 75 Jahren gehört hat. Zum ersten Mal hat sie gehört, wie andere Leute singen und reden und klatschen und applaudieren und dann sind alle verstorben. Hunderte von Leuten sind verstorben und haben alle Kranken aus den Häusern rausgeholt, haben sie von uns hergelegt und an dem Tag sind mehrere Taubstumme gesund worden. Andere sind gesund worden. Gott hat einfach ein Fest im Himmel gehabt. Und das ist das, was Jesus dich gebrauchen will. Stell dir vor, das ist interessantes Leben mit Gott und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Bist du bereit, in den Dienst vom König, von dem Königen hineinzustellen? Bist du bereit, das wunderbare weiße Kleid, den Anzug von Jesus nie mehr auszuziehen? Bist du bereit, den alten Bettlermantel einfach ein Wort zu begraben und nicht mehr anzulegen? Dann wird dich Gott gebrauchen. Such ihn von ganzem Herzen. Er hat so einen gewaltigen Plan mit deinem Leben. Aber such ihn. Und wenn du heute Abend dazu zu Menschen gehörst, die vielleicht noch nie so eine glasklare Bekehrung gemacht haben, dann möchte ich dir heute Abend helfen. Ich bitte dich einfach, dass du kurz deine Augen schliessest und keiner schaut um. Und ich frage dich, wenn du heute Abend da bist und du hast Jesus noch nie ganz bewusst in dein Herz aufgenommen. Das ist ganz einfach. Wir glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass er gestorben ist für uns, dass er verstanden ist und dass er lebt. Aber wenn du das noch nie bewusst gemacht hast, wenn du noch nie eine Lebensübergabe an Jesus gemacht hast, wenn du noch nie so eine Wiedergeburt in deinem Herzen erlebt hast, weil du dich Jesus ausgeliefert hast, dann ist es heute Abend einfach der Moment, wo einfach in seine grossen, offenen Vater, Arme, rennen darfst. Und wenn du heute Abend da bist und du möchtest dein Leben Jesus Christus anvertrauen, du möchtest auch, dass Gott mit dir Geschichte schreibt, du möchtest auch ein Werkzeug in seiner Hand sein, dann zeig das besser Gott. Einfach mit aufgestreckter Hand. Und niemand schaut um. Jawohl, vielen Dank. Halleluja. Halleluja, Halleluja. So viele. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Stimmen doch besser Gott alle auf. Stehen doch besser Gott alle auf. Es sind so viele Hände aufgegangen und ich möchte mit uns so ein Übergabegebet sprechen und als Hilfe für die, die das noch nie gemacht haben, tun alle laut mitreden. Alle laut mitbeten. Ich verstehe, ich bete vor und ihr betet laut nachher. Wichtig ist, dass ihr im Herzen glaubend und mit dem Munde bekennen, dann wird Gott etwas Neues in deinem Leben anfangen. Vater im Himmel, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus. Danke, Jesus, bist du in die Welt gekommen. Danke, Jesus, bist du am Kreuz von Golgatha gestorben. Du bist gestorben an diesem Kreuz für meine Schuld, für meine Sünde. Und ich bitte dich heute Abend, Jesus, vergib mir alles, was schief gelaufen ist in meinem Leben.
Wäsch rein, was scharlachrot ist, und mach's schneeweiß mit deinem Blut. Wäsch die Sünde fort mit deinem Blut, Jesus. Und komm in mein Herz, komm in mein Leben, Jesus. Sei du der Herr und sei du Gott von meinem Leben. Schreib du meinen Namen ins Buch vom Leben. Und Jesus, ich bitte dich, gebrauch du mein Leben, damit du gross gemacht wirst. Gebrauch du mein Leben, Jesus, dass noch viele andere Menschen zum Glauben dich kommen. In Jesu Namen danke ich dir dafür. Amen und Amen und Amen. Ihr dürft absitzen.